Ja, herzlich willkommen auf Bike Van Life. Wir sind immer noch in der Tissen, in der Nähe vom Spaßbad. Und jetzt knallt es. Jetzt kommt mal richtig Power ins Wohnmobil oder in den Kastenwagen. Wir haben ja eine Powerstation, und zwar die Power Max 3600 von Oskal. 3600 Wattstunden. Sowas habe ich auch schon mal vorgestellt. Auch mit Erweiterungsakku. Nochmal 3600 Watt. Also ihr könnt da bis zu 15 so eine Akku-Packs anschließen und kommt auf 57.000 Wattstunden. Das baut sich keiner in sein Camper ein. Nein. Aber wenn einer zu Hause eine Inselanlage aufbauen möchte und zwischendurch sagt er, er fährt mit dem Camper los, dann nimmt er entweder ein oder zwei Teile mit. Also bei einem größeren Wohnmobil könnte ich mir auch zwei vorstellen, das sind 7200 Wattstunden. Das ist schon eine Menge Holz. Und zu Hause könnt ihr das beliebig skalieren und das zu vernünftigen Preisen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es noch nicht online, das Gerät, wo ich jetzt das Video drehe. Deswegen kann ich den genauen Preis jetzt auch noch nicht sagen, aber ich weiß ungefähr, wo er hingeht und ich weiß, dass es richtig günstig ist. Ein so ein Teil, nach militärischem Standard, kann man aus 0,8 Meter Höhe fallen lassen. Senkrecht. Und es soll nichts kaputt gehen. Das testen wir mal jetzt. Nee, das ist mir zu schwer. Nein, wirklich nicht. Aber das soll das abkönnen. Aber ich habe keinen Bock, das zu testen, weil das sind so schöne Geräte. Ich glaube, dass sie das abkönnen. Die sind nämlich total solide gebaut. Die sind auch UV-beständig. Also dieses Material hier alles, das wird bei starker Sonneneinstrahlung nicht ausbleichen. Also da wurde an so vielen Sachen gedacht. Dazu kommt noch, ich kann es per App steuern. Also das konnte man ja bei diesen großen Powerstation ja oft nicht und wenn denn nur bedingt, und wir schauen dann nachher auch noch mal in die App rein. Wir haben hier noch ein 200 Watt Modul, das liefert gerade Leistung und ich stehe jetzt voll in der Sonne. Mach mal an und er liefert jetzt noch um die 80 Watt, er schwankt jetzt so ein bisschen. Um die 80 Watt liefert das Modul noch. Also ihr könnt hier 11 bis 150 Volt, maximal 15 Ampere anschließen. Das sind 1600 Watt maximal an Solar. Da kann man schon einiges mit laden. Ein so ein Gerät wiegt 44,45 Kilogramm. Das ist schon eine Menge Holz. Da gibt es hier dann so Griffe. Ich mache das mal ab. Und dann könnt ihr das... Oh, einfach auf Rollen transportieren und das ist total easy. Ja, wie gesagt, ein so ein Gerät hat 3600 Wattstunden. Er kann aber auch 3600 Watt abgeben. Das ist so, was man im Höchstfall einer haushaltsüblichen 230 Volt Steckdose entnehmen kann. Ihr könnt nach 3500 Zyklen noch bis zu 80% Leistung entnehmen. Also das ist ja im Moment üblich bei den Lipo-Profil-Akkus, die hier eingebaut sind. Kommen wir mal zum Gerät. Hier oben seht ihr den Ein- und Ausschalter. Dann seht ihr hier einen extra Bluetooth-Schalter. Da könnt ihr nachher die App mit verbinden. Dann haben wir hier das super Display, super klar. Also kann man richtig gut ablesen, hat auch große Zahlen. Und dann haben wir hier einen Lichtschalter. Bisschen länger drücken, gibt es verschiedene Helligkeiten auch, Stroboskop auch nochmal und so auf- und abschwellende Lichtfunktion und jetzt Licht an und ich glaube länger drücken, dann geht es wieder aus. Ja, so einfach ist das. Dann haben wir hier 230 Volt Steckdosen, vier an der Zahl. Hier wird AC eingeschaltet. Und das finde ich richtig gut. Bei manchen Power Station sieht man gar nicht, dass es eingeschaltet ist oder sehr schwer. Dann haben wir hier einmal die Möglichkeit, zum Beispiel eine Kühlbox einzustecken bei der Kfz-Buchse. Hier ist ein ganz interessanter Ausgang, 12 Volt 30 Ampere. Also für die Liebhaber der Dieselheizung, wenn ihr euch einen Kastenwagen aufbaut und ihr wollt eine Dieselheizung einbauen, ist das Gerät genau das Richtige. Da könnt ihr die einstecken, die Dieselheizung. Dann haben wir hier noch 12 Volt, 3 Ampere Steckdosen. Hier wird es eingeschaltet.
Und hier haben wir USB-C 2x 100 Watt. Dann haben wir 4 USB-C-A Fast Charge, so wie es eigentlich sein sollte. Ich bin aber der Meinung, mittlerweile könnte man lieber 4 USB-C 100 Watt und davon nur noch 2. Und dann wird es hier eingeschaltet, weil in die Richtung geht es jetzt demnächst hin. Ja, wir haben hier 2 stabile Tragegriffe und ihr seht, ihr könnt es aber auch, ja, das zeige ich euch nachher nochmal, ihr könnt es auf die Seite stellen, das Gerät. Und dann sehen wir hier die Lüftung. Auf der anderen Seite seht ihr die Anschlüsse für die Batteriepacks. Also ihr könnt hier mit dem nächsten Batteriepack weitergehen und ihr seht es auch, dann geht ihr zum Batteriepack und von denen geht es auch wieder zum nächsten. Wir haben uns auch gefragt, wie stellt man die denn auf, damit die wenig Platz wegnehmen. Die können so hintereinander gestellt werden oder hochkant gestellt werden. Wenn wenig Platz ist, dann werden die auch noch optimal belüftet, weil da hinten, hier ist ja so ein Abstandhalter, die stehen dann hier und hier drauf und dann habt ihr genug Luft noch. Ja, dann kommen wir mal zur Rückseite. Und dann seht ihr, hier haben wir Solar eingesteckt. Dann haben wir hier die Fast- und Slow-Charge-Funktion. Slow, damit ihr langsam laden könnt, die Batterie schonen könnt. Und Fast, wenn ihr mal schnell laden wollt über ein 230-Volt-Netz. Hier ist nochmal ein Leistungsschutzschalter. Und hier haben wir den Eingang für die 230 Volt. Ihr seht 210 bis 240 Volt sogar. Ja, überall sind so kleine Lüftungsschächte. Ja, und dann kommen wir mal einfach zur Batterie. Akkus könnt ihr natürlich auch über die App überwachen. Also wenn die jetzt so alle nebeneinander steht, sieht man die Displays ja nicht. Hat eine ähnliche Anzeige. Also sehr übersichtlich. Wir gucken mal auf der Seite, das habt ihr schon gesehen. Da sind die Anschlüsse für die Batteriepacks. So, hinten ist hier jetzt geschlossen. Die haben das gleiche Gehäuse genommen. Sehr interessant. Und hier ist auch nur Lüftung zu sehen. Sehr einfach, sehr schlicht gehalten. Es gibt jetzt auch keine anderen Anschlüsse, um jetzt, wie andere das machen, USB-C zu entnehmen. Das gibt es hier schlichtweg einfach nicht. Finde ich, habe ich auch noch nie, ehrlich gesagt, gebraucht. Es gibt dann Akku-Packs, da kannst du dann auch nur USB anschließen, wenn die gerade nicht an den Hauptgerät angeschlossen sind. So, jetzt seht ihr, wir haben die mal für euch hochkant aufgestellt. Wäre auch eine Lagermethode, was noch ein bisschen Platz spart. Jetzt möchte ich euch gerne noch das Zubehör zeigen. Also die Bedienungsanleitung ist in Deutsch. Dann haben wir, das Kabel war dabei. Das war beim Akku-Pack dabei. Wir haben dieses Adapterkabel für Solar. Das geht bis hier. Das war jetzt auch enthalten. Und dann haben wir den typischen Kfz-Stecker-Anschluss, auch mit XT60. So, was haben wir hier noch drin? Ist der Netzstecker garantiert. Ja. Hier haben wir den Netzstecker und wir haben hier noch ein paar praktisches Aufbewahrungstäschchen für die Kabels, damit ihr die diesen Kiste nicht immer mitschleppen müsst. Ja, ich würde sagen, wir starten mal gleich mit der App und schauen uns mal die App an. Also, nicht, dass ihr euch wundert, warum das Bike da steht, das habe ich nur symbolisch hingestellt, weil wir immer viele E-Bikes dabei haben und die dann auch ständig geladen werden müssen. Wir haben jetzt mittlerweile auch einen Elektroroller, den wir da drinnen in unserem Anhänger laden. Ich zeige euch das gleich nochmal. So, jetzt zeige ich euch noch den Anhänger mal ganz kurz. Da oben drauf ist ein 440 Watt Modul von Wattstunde. Verlinke euch auch unten in der Videobeschreibung. Das liefert mir die ganze Zeit Power. Ich stelle es von innen hier in die Vorderseite, wird es angeschnallt. Und dann wird es an diese Steckdosen hier angeschlossen. Da kann ich hier dann von außen 230 Volt entnehmen.
Ich kann aber auch hier die 12 Volt einstecken in die Powerstation und dann nachher die 12 Volt entnehmen. Deswegen haben wir diese Steckdose hier von Autohaus Busse montieren lassen. Und hier seht ihr, haben wir den Landstromanschluss, um die Powerstation zu laden. Keine Ahnung, wenn jetzt eine ganze Weile keine Sonne war und wir müssen schnell los und brauchen Saft, kann man an Landstrom gehen oder dauern an Landstrom, wenn wir im Schatten stehen. Dann können wir die auch nutzen, unsere E-Bikes laden, unseren Motorroller laden. Aber jetzt kommen wir mal zur App. Und zwar ist das die SmartLife App. Die habe ich auch schon genutzt. Ihr seht, hier ist eine Steckdose und KS5012. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich habe die App jedenfalls früher mal genutzt, habe mich gewundert. Zum Installieren müsst ihr die Bluetooth-Taste einmal kurz drücken und einmal lang. Dann schaltet der sich ein. Nicht wundern, wenn ihr einmal lang nur drückt, dann ist er auch an, aber ist Bluetooth nicht aktiviert. Nur mal als kleiner Hinweis. Und dann geht ihr in die App und dann könnt ihr oben auf dem Pluszeichen das hinzufügen und dann wird das auch sofort gefunden. Dann habe ich gleich ein Update gemacht. Der hat gefragt über Bluetooth. Ja, machen wir über Bluetooth. Update war ruckzuck drinne. Ja, und jetzt können wir in die PowerMax 3600 rein. Jetzt will er noch ein Update machen. Ha, das ist ja ein Ding. Könnt ihr euch das gleich nochmal anschauen? Das geht jetzt relativ schnell. Das ist ja interessant. Ich dachte, ich bin schon durch. So, jetzt macht er gerade einen Neustart. Hat er einmal geklickt. Jetzt sieht man das. Upload, UP. Steht im Display jetzt. Also er lädt im Moment hoch, deswegen hat er wohl geklickt und danach startet er neu. Ihr seht jetzt, dass ich den Button automatische Aktualisierung da eingeklickt hat. Deswegen hat er auch sofort gleich nachgefragt und hätte es wahrscheinlich auch irgendwann automatisch gemacht. Jetzt blinkt er, jetzt ist er neu gestartet und jetzt müsste er hier auf mein Display auch gleich umspringen. Die verbinden sich jetzt wieder. Und dann sind wir fertig. Erfolgreich aktualisiert. So, ihr seht, ein sehr aufgeräumtes Display. Solar ist noch an, müsst ihr gleich wieder anzeigen. Hat er mir vorhin noch angezeigt. Es steht hier bei 64%. So, 17% Solar hat er jetzt. Gesamteingangsleistung hat er gerade 110 Watt gezeigt. Da hat sich der Akku nämlich wahrscheinlich noch verbunden. So, und jetzt könnt ihr hier AC einschalten. Es leuchtet da auch gleich, wie ihr seht. DC oder USB. Achso, ich muss den zweiten Akku natürlich auch noch einschalten. Also den zweiten, der ist eingeschaltet. Hat er ihn jetzt nicht gefunden. Noch einmal rausziehen. Jetzt sehen wir die ganzen Einstellungen. Da könnt ihr sagen, Gerät piept. Es piept die ganze Zeit. Wahrscheinlich, um es wiederzufinden. Ich weiß es nicht. Er piept ja sowieso. Dann haben wir die Lade-Entlade-Einstellung. Und langsames Aufladen ist hier auch könnt ihr einstellen von 100 bis 300 Watt in 100 Watt Schritten, bis 1200 Watt in 100 Watt Schritten, wie ihr seht. Gebührenlimit ist schlecht übersetzt, aber ihr könnt jetzt sagen, er soll nur bis 90% laden. Unten soll er nicht mehr als, also bis 10% gehen, nicht unter die 10% Entladegrenze haben wir so eingestellt. Morsecode, das ist ja lustig. Ihr könnt hier Morsecode eingeben, wahrscheinlich damit das Licht diesen Morsecode blinkt. Kenne ich mich zu wenig aus. Kann man da was schreiben? Hallo? Confirm. Ach ja, ist das geil, Leute! Ist das geil! Der sagt jetzt Hallo. Und das ständig. Da könnt ihr zum Beispiel, Achtung, ich brauche Hilfe.
ich bin in der oder der Position. Da könnt ihr alles mitmachen. Und von Weitem, wenn ihr das irgendwo auf dem Berg, so auf dem Hügel aufgestellt habt, der morste euch das. Also vorausgesetzt, der auf der anderen Seite kann Morsezeichen, aber der kann ja mitschreiben, lang, kurz, lang, kurz, 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 lang. Und dann kann der nachher, es gibt ja im Internet die Morsecodes, ne? Ich kann sie auch nicht. Ich konnte mal ein bisschen was, aber nur noch SOS. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch überhaupt noch zusammenkriege. Wird gerade peinlich. Ja, aber ist doch der Hammer, oder? Morsecode. Und jetzt könnt ihr das auch wieder wiederholen. Also, genial. Dann gibt es noch Zeit zum Abschalten des Bildschirms. Ja, das ist ja üblich. Steht jetzt auf 10 Minuten. Standby-Zeit finde ich sehr gut. Schließt nie. Ihr könnt auch sagen, nach 30 Minuten. Ich will ihn im Anhänger stehen lassen. Und da soll der aber auch nicht abschalten. Das muss ich dann mal ausprobieren, weil ich möchte, dass ich von Wohnmobil aus AC ein- und ausschalten kann. Ganz wichtig, damit ich das nachts ausschalten kann, damit der nicht sich über Nacht entlädt. Was heißt denn laden? Also das dauert schon eine Weile. Ne? Dann haben wir Details zu Power-Up Peak. Es gibt keinen Zugriff auf Strompakete. Ah, alles klar. Wenn man jetzt zu bestimmten Zeiten, wo der Strom günstig ist, die Powerstation laden möchte. Wäre eine gute Lösung. Weiß nicht, ob das in Deutschland kommt. Es gibt es ja schon bei einigen Herstellern, die das machen. Und dann könnte er das vollautomatisch zu der Zeit, wo der Strom günstiger ist, laden. Dann haben wir die Softwareversion, Spezifikation der Ausrüstung. Und da kommt ihr auf die Webseite. Genau, da seht ihr auch gleich, wie sie hintereinander angeschlossen werden, die Batteriepacks. Okay. Und dann gibt es hier nochmal Kontaktinfos, die ganzen E-Mails dafür. 64% hat der und der hat 56%. Ja, irgendwie zeigt er hier nur die Powerstation in der App an. Das ist natürlich eine Vorversion hier. Die ist ja noch gar nicht aktuell auf dem Markt. Die kommt erst in circa einem Monat auf den Markt. Da wird sich wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen was ändern. Schätze ich mal. Also kann sich die App hier, die Anpassung, auch nochmal ändern. Aber ihr seht auf jeden Fall die Gesamteingangsleistung, die Gesamtausgangsleistung, finde ich sehr wichtig. Ihr könnt AC, DC, USB einschalten und Lichtstatus. Hell, dunkel, SOS, Atemlampe. Atemlampe ist gut. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Könnt ihr zentral steuern und wenn ihr noch irgendwie andere Geräte habt, die in der App funktionieren, dann könnt ihr die auch zusammenspielen lassen. Ja, ich bin absolut begeistert jetzt mal von der PowerStation, sogar weil die auch so robust ist, also von 0,8 Meter, fast 1 Meter Höhe fallen lassen und die geht nicht kaputt. Das ist schon, das muss schon eine ordentliche Verarbeitung sein. Preis-Leistung stimmt hier. Ihr könnt unendlich, fast unendlich viele Akkus anschließen und habt 57 kWh. Ist erstaunlich. Ich werde das Gerät jetzt eine Weile mal testen und dann werde ich irgendwann nochmal drauf zurückkommen, wie mir das Gerät jetzt Langzeit gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch weiter hiervon sehen wollt, abonniert den Kanal. Oder wenn ihr andere Geschichten sehen wollt, Glocke nicht vergessen. Und ich sage noch viel Spaß hier auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.